Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir schauen uns mal die schönsten Momente im Sport an, wo Leute so respektvoll miteinander umgegangen sind und einfach so schöne Momente, Leute. Da geht einem einfach das Herz auf. Das muss man sich einfach unbedingt angucken. Das ist wirklich mega, mega cool. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von sowas mehr sehen wollt. Bei 5000 Likes wird davon die nächste Folge freigeschaltet. Also wisst ihr, was zu tun ist. Guck mal, die spielen so Tennis und auf einmal, Leute, irgendwie, weiß nicht, umgeknickt, irgendwas gerissen oder so. Und da kommt direkt sein Gegner. Guck mal hier, wie man sieht, nochmal zack, Alter. Und auf einmal ist da irgendwas. Und dann kommt direkt sein Gegner zu ihm hingesprintet und guckt, wie es ihm geht. Sowas ist einfach nur schön zu sehen, Leute. Sowas ist sehr respektvoll beim Sport. Da klatschen sogar schon alle, muss man sagen. Und ja, für den ist natürlich die Tennispartie gelaufen. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Aber ihr wisst, was ich meine. Guck mal hier. Da hat anscheinend jemand seinen Baseball bekommen, aber er gibt ihn einfach weiter an einen kleinen Jungen, da er denkt, ach, der kleine Junge, der hat glaube ich sogar einen Handschuh oder so. Das hat der einfach mehr verdient. Und guck mal hier, was ein Ehrenmann, Leute. Was ein Ehrenmann. Guck mal, der kleine Junge, ich sag's euch, das wird er nie wieder vergessen. Das wird er immer im Kopf behalten, der kleine Racker. Ja, und der freut sich, der geht auch bei der Mutter das Herz auf, ich sag's euch. Guck mal hier, lol, der schenkt ihn einfach. Guck mal, der schenkt ihm einfach den Schläger. Guck mal hier, wie er sich freut. Der schenkt ihm einfach den Schläger, oder? Lol. Er kriegt einfach den Schläger. Guck mal, wie er sich freut. Guck mal, der freut sich ja mega. Ha. Ja, so ein Lachen kriegst du selten bei Kindern hin. Sagst du, wie ist es? Guck mal, was ist jetzt? Was macht der jetzt hier? Und Bob. Tennis und. Ha. Was war jetzt, Leute? Was war jetzt hier gerade? Hä? Wurde. Ach, der wurde angedingens. Ach, guck mal, er sagt, tut mir leid. Ach so. Der hat ihn aus den... Ach, guck mal. Ey, wie schön. Das ist doch schön. Der hat ihn nämlich angeschlagen mit dem Ball. Das tut dir natürlich leid, ne? Eigentlich mit Absicht. So, guck mal, was macht der? Ach, guck mal, wie der sich hier freut. Der hat, glaube ich, einen Puck oder so geschenkt bekommen. Guck mal hier, er sagt, hey, kann ich einen Puck haben? Und sagt der Dad, gibt ihm direkt den Puck. Er freut sich. Ja, guck mal, wir haben beide einen Puck. Ey, guck mal. Ja, warum ist denn seine Mütze so groß, Leute? Hat er da so einen Helm an oder was? Aber guck mal, wie er sich freut, Alter. Das ist mega, mega schön. Wow. Guck mal hier, seine Freundin ist da am Start. Und er rennt erstmal direkt zu seiner Freundin. Nee, guck mal. Er hat einen Touchdown gemacht. Und da seine Freundin ist ein Cheerleader. Und er trägt erstmal am Arm. Oha. Und sagt hier, der Ball für dich. Oha. Ja, vor all den Leuten. Also, sag's euch, ne? Der hat einen guten Abend. Der hat einen guten Abend. Oh, guck mal hier. Was macht die jetzt hier? Ach, guck mal, die machen Fotos zusammen durch die Scheibe. Und er gibt ihr auch einfach den Puck. Lol. Einfach den Puck. Guck mal hier. Und jetzt meint... Ah, guck mal. Sie hat doch da so stehen. Go, Leafs, go. Und jetzt machen die zusammen noch ein Foto. Durch die Scheibe, ey. Voll gut. Ich sag euch, ne? Besser geht's nicht. Besser geht's halt echt nicht. Da muss ich aber auch sagen, ist halt ein bisschen schade momentan, dass Sport halt nicht mehr so ist. Und ich wahrscheinlich auch erstmal lange nicht mehr so ist, wie halt früher. Guck mal, er hier. Er gibt ihnen einfach jetzt seine Schuhe. Unterschrieben. Das ist halt, ja, mega, mega nette Geste, ne? Guck mal, wie der sich freut, Alter. Der kann's gar nicht glauben. Er kann es gar nicht glauben, Alter, dass ihn einfach die Schuhe jetzt hier gibt. Guck mal, ja, zack, Nummer 1 unterschrieben. Hier, zack, noch Nummer 2 unterschreiben. Sag's euch, der wird die Schuhe, wird er für immer, Leute, für immer wird er sich die irgendwo aufbewahren. Der wird die, ich glaube, der wird die niemals verkaufen oder so. Und er meint, so, bitte geh noch nicht. So, aber er, ich sag's euch, ne, das war schon mega heftige Geste. Also der freut sich auf jeden Fall übertrieben. Was hat der jetzt hier? Oh, 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 oh. Er hat irgendwie... Warum ist da... Ah, der hat sich, glaube ich, umgeknickt oder so beim Laufen. Aber sein Vater kommt und läuft mit ihm noch den Rest, oder was? Damit er das quasi noch fertig machen kann. Glaube ich auf jeden Fall. Oder? Oder ist er einfach nur für ihn da? Ich glaube, er ist einfach nur für ihn da. Ah, sowas ist natürlich kacke, ne? Wenn man richtig, richtig heftig für etwas trainiert und dann genau in dem Moment, wo man bereit sein muss, irgendwas schief geht, ne? Sowas ist halt echt nicht so cool. Und guck mal hier, wie der kleine Junge sich freut. Guck mal, der kriegt einfach hier auch die Schuhe und so geschenkt. Der freut sich ja mega. Und jetzt, was kriegt er noch hier? Irgendwas Besonderes? Ein Autogramm. Ja, guck mal, Autogramm auf die Schuhe und oh, auf seinen Rücken, glaube ich. Oh, guck mal, der weint auch voll, ne? Der kann es gar nicht fassen. Der kann es gar nicht fassen. Das ist sein größtes Idol. Sein größtes Vorbild. Und jetzt auch auf dem Rücken unterschreiben. Ich sag's euch. Der wird mit dem T-Shirt schlafen gehen. Der wird das nie wieder aussehen. Er sagt, Mama, bitte nicht in die Wäsche damit. Der, guck mal hier, jetzt umarmt den auch noch. Guck mal, wie süß. Das ist halt wirklich mega süß, ne? Ich muss echt sagen, also echt schade, dass die Zeiten erstmal so, boah, mit umarmen, so einfach fremde Leute umarmen, dass die erstmal vorbei sind. Oh Gott. Oh, die fällt einfach auf den Boden. Aua, aua, aua. Aber
Die beiden helfen sich hoch. Guck mal, läuft aus in die Hacken. Ne? Aua. Aua, aua, aua. Aber weiter geht's jetzt hier. Und dann helfen die sich gegenseitig hoch. Und ja, guck mal. Und die weint. Oh, die weint. Oh, aber weiter geht's, Leute. Die beiden weinen. Oh Gott. Oh, jetzt ist sie auch noch umgeknickt. Oh mein Gott. Oh, schlimmer geht's halt echt nicht, ne? Eieiei. Eieiei. Aber die sind beide zusammen. Also, Frauenpower. Die bleiben hinten alle zusammen dann. Guck mal hier. Er kann nicht mehr laufen, aber er sagt, komm, wir machen den Rest zusammen, weil er kann nicht mehr. Wahrscheinlich so ein heftiger Marathon. Er muss unbedingt was trinken. Er ist kurz vorm Umkippen und so. Kommt da einfach sein Kollege. Er sagt, komm hier unter meinen Arm. Wir laufen jetzt hier den Rest zusammen. Ehrenhaft. Ich sag's euch. Ehrenhaft. Guck mal hier. Die letzte Ziellinie da vorne. Und dann laufen die hier zusammen. Barb, Alter. Guck mal hier. Also das ist wirklich ehrenhaft, ne? Ich weiß ja nicht, was das für ein Marathon war. Ich denke mal irgendwie so 40 Kilometer oder so. Also ein richtig heftiges Ding. Guck mal, Elite-Man. Wenn man schon sieht, Elite-Man. Ja. Ist jetzt kurz vor der Ziellinie. Dann, guck mal, dann ziehen die nochmal. Komm, zieh nochmal durch, zieh nochmal durch. Und ja, sie sind im Ziel angekommen. Oh, guck mal, der ist echt, also... Alter Schwede, ne? Ich sag's euch, das ist dann wirklich anders anstrengend, ne? Hier, guck mal, der berühmte Basketballspieler gibt einfach sein Basketball so einer Oma. Ey, wie cool ist das denn, Alter? Da denkst du so, da sitzt einfach eine Oma, komm, dann gib mir doch mal der Oma den coolen Basketball. Und die denkt sich so, ach, Jungchen. Ach, Jungchen, vielen, vielen Dank. Du bist echt was Besonderes. Ja, guck mal, also... Da erzählt sie noch irgendeine alte Story, aber die freut sie auf jeden Fall. Einen schönen Basketball, Leute, aus dem Spiel, womit er dann Körbe gemacht hat. Macht mal noch ein schönes Foto zusammen. Ach, das ist doch wundervoll, ne? Das ist doch echt wundervoll. Ja, ich muss sagen, ist irgendwie, also klar, hab ich das schon ein paar Mal gesagt, aber ist irgendwie komisch, alle so zu sehen, ohne Dingens, so ohne Masken und so. Ne? Aber guck mal hier. Boah, schöne Momente im Sport. Neymar, aha. Auch nicht schlecht. Oh, guck mal hier. Oh, Cristiano Ronaldo hat einfach seinem Gegner, ich weiß gar nicht, wer ist das nochmal? Ist das Cavani? Ich glaube, das ist Cavani, ne? Hat er mir geholfen. War sogar dann bei der Welt- oder Europameisterschaft. Guck mal, ehrenhaft, Freunde. Ehrenhaft, so macht man's. Das ist respektvoll einfach. Oh, guck mal hier. Sie hat den Schläger bekommen. Einfach den Schläger von ihm bekommen. Hier, nimm ihn, sagt er. Nimm ihn. So, bupp und zack. Die freut sich auf jeden Fall, ich sag's euch, ne? Boah, also jetzt muss ich sagen, jetzt hätte ich echt mal Lust, irgendwie wieder zu so einem Eishockeyspiel oder so zu gehen. Oder zu so einem Basketballspiel, zum Fußballspiel. Irgendwie, weiß ich nicht, hätte ich mal wieder Lust so zu gucken, muss ich sagen. Ist schon wieder ewig her. Guck mal da, das wird die nicht vergessen. Ich sag's euch, das wird die nicht vergessen. Ganz einfache Sache. Guck mal hier noch die ganzen Bilder. Die wird das verflennen. Das ist auch voll in Ordnung. Das kann die machen. Leute, das ist voll in Ordnung. Ah, guck mal, der Junge wollte mit ihm ein Foto machen und die Security sagt, ey, weg mit dir. Aber er sagt, nein, komm. Er sagt, komm, ich möchte mit ihm ein Foto machen. Und hier, er sagt, oh, komm, wir bitte ein Foto machen. Also vom Dortmund-Spieler, aber Security sagt nein. Aber er sagt, nee, komm, wir machen ein Foto zusammen. Ja, also deswegen, der Dortmund-Spieler rennt hinterher und sagt, nein, so geht das nicht. Und wie die ihn da wegzehren, Alter. Und der Security-Typ sagt nein und er sagt doch, ich möchte mit ihm ein Foto machen. Er sagt doch, ich möchte mit ihm ein Foto machen. Ey, was ist denn das, Alter? Das ist hier geregelt. Also chill doch mal. Sagen die so, chill doch mal hier. Oha. Guck mal jetzt. Alter, der hat auf jeden Fall, ich glaube, der hat einfach das Feld gestürmt, ne? Aber komm, jetzt mal, reden die ihm so ein bisschen. Der gibt ihm noch Autogramm, jetzt machen die noch Fotos zusammen. Ha, Digga, er hat einfach das bekommen, was er wollte. Und der André, ich sag's euch, der Security-Typ, das gefällt ihm gar nicht. Ich sag's euch, wie es ist. Oh, guck mal hier. Der kriegt einfach das Armband. Alter, von gefühlt dem besten Basketballspieler auf der ganzen Welt, Alter. Und hier noch ein Armband. Einfach von LeBron James, Leute. Ohne Spaß. Also besser geht's nicht, ne? Hier sieht noch ein schönes Foto zusammen. Direkt nach dem Match. Das sieht auch aus, als wäre es irgendwo 1980, ne? Aber es ist, da haben alle schon Smartphones. Was ist das für eine Kameraqualität? Alle haben Smartphones, das ist so eine Kameraqualität. Guck mal hier, das ist David Beckham. Guck mal, der nimmt einfach hier, guck mal, der zieht sein T-Shirt aus. Hat er noch bei Chelsea gespielt? Ich glaube schon. Ich will auch nichts Falsches sagen. So im Fußballgame bin ich jetzt auch nicht drin. Aber hier kriegt der erstmal, zack, das T-Shirt. So muss das. Guck mal, wie der...
Er denkt sich so, ja, kein Problem, Kollege. Doch, ist glaube ich Chelsea, oder? Ja, Beckham. Und. Komm, kann ich mal noch sehen, welcher Verein das war? Ah, welcher Verein war das? Ah, sieht man mal vorne das Logo? Ah! Komm, oh, Mann, hab ich nicht mehr gesehen. Das waren auf jeden Fall die schönsten Momente von Respekt im Sport, muss ich sagen. Vermisst auf jeden Fall die Zeit. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da hier. Checkt die Folgen aus, einfach draufklicken. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.